Kommen wir nun zum spannendsten Teil dieser Dokumentation, der Sezierung. So, als erstes schauen wir uns mal so ein 3DS-Modul von innen an. Ist eigentlich nicht viel anders als beim DS Lite oder beim DS. Eigentlich nur ein Speicherchip und auch das Cartridge hat dieselbe Größe. So, und jetzt geht's ans Eingemachte hier. Auf der Rückseite des 3DS lösen wir die vier Schrauben auf der Gehäusewand. Das ist jetzt nicht nur eine Schraube wie beim DS Lite, sondern gleich vier, wohinter sich dann der Akku befindet. Übrigens auch neu, und das fällt direkt auf, es sind keine Triebwinkschrauben mehr. Also es ist kein spezielles Werkzeug mehr erforderlich, sondern es reicht ein ganz normaler, simpler, kleiner Philips-Schraubendreher. So, dann öffnen wir die Rückwand und haben jetzt freie Sicht auf den Akku, der im Übrigen mit 1300 mAh eine größere Kapazität als der Akku vom Nintendo DS Lite hat. Trotzdem eine kürzere Laufzeit, da insgesamt gesehen der 3DS mehr Energie verbraucht. So, dann haben wir da hinten noch eine kleine Schraube, die wir jetzt lösen. Aber das alleine reicht noch nicht. Die SD-Karte sollte man vorher vielleicht noch entfernen. Das mache ich jetzt hier. Und dann geht's ans Eingemachte, nämlich die Gehäuseschrauben. Auch hier kein großes Problem für einen ganz normalen Kreuzschraubendreher. Wie immer übernehme ich natürlich auch keine Garantie bei diesem Ausschraubtutorial, wenn ihr eure Konsole auseinanderschraubt. Ich rate eindringlich davon ab, das Video hier nachzuahmen. Wenn ihr es trotzdem tun wollt, dann natürlich immer auf eigene Verantwortung. So, und dann können wir die Rückwand auch schon abheben. Ein wenig Vorsicht. Und schon haben wir Einsicht auf die Hauptplatine. Aber das reicht uns natürlich noch nicht. Wir wollen mehr. Zunächst entfernen wir die kleinen Steckverbindungen oben, links und rechts, die Schultertasten von der Platine. Mit dem Schraubenzieher hebeln wir ganz vorsichtig die winzigen Kabelklemmen auf. Und da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein, die sind nämlich teilweise sehr empfindlich.
So, das war jetzt hier die Bluetooth-Platine, die wir jetzt herausgehebelt haben. Und nun kümmern wir uns um die SD-Einheit. Hier kann man ganz gut erkennen, das sind also wirklich nur Kreuzschrauben. Im ganzen Gerät ist keine einzige Schraube zu finden, die dem alten Nintendo-Standard entspricht, wo ihr einen Triebwinkelschraubenzieher benötigen würdet. So, das ist die Schraube für den Schalter, der sich darüber befindet. So, und jetzt müsst ihr hier ganz vorsichtig sein, denn die Platine ist hier aufgeklebt. Das heißt, ihr müsst vorsichtig die Platine von dieser Metallplatte lösen, die im Prinzip nur festgeklebt ist. Danach gilt es hier noch eine weitere Steckverbindung zu lösen mit dem Schraubenzieher und schon haben wir die Platine vom Board getrennt. Jetzt werden hier noch zwei Schrauben gelöst. Und dann müsst ihr vorsichtig das Abdeckblech links nach oben drücken. Nicht zu stark, damit es nicht abbricht. Und dort sehen wir jetzt die Flash-Einheit, den internen Speicher. Nun kümmern wir uns um den analogen Joystick. Da gilt es jetzt auch zwei Schrauben zu lösen, die ein bisschen länger sind als die anderen Schrauben. Das sehen wir jetzt hier gleich. Man geht am besten so vor, dass man die Schrauben in die Bohrlöcher der herausgenommenen Bauteile zurücksteckt. So kann man sich auch am besten merken, wo die Schrauben hingehören. So, da sehen wir jetzt den analogen Joystick, der von zwei Unterlegscheiben vom eigentlichen Stick getrennt wird, den man übrigens nicht herausnehmen kann, da er fest mit dem Gerät verankert ist. So, hier müssen wir noch eine weitere Kabelklemme lösen. Hier die beiden Unterlegscheiben, die wir jetzt auch herausnehmen. Und jetzt können wir hier den Plastikboden der SD-Karte entfernen. So, eine weitere Kabelklemme da unten. Und eine etwas größere. Die kann man übrigens vorsichtig dann mit der Pinzette oder mit dem Schraubenzieher herausnehmen, wenn man die Klemme gelöst hat. Wie immer gilt auch hier äußerste Vorsicht, dass es nicht zu einem Kabelbruch kommt, denn diese Kabel dürften äußerst schwierig zu ersetzen sein. So, hier haben wir jetzt das WLAN-Modul, das mittlerweile auch, glaube ich, den neuen N-Standard unterstützt. Wie dem auch sei, wir haben es jetzt rausgehebelt. Nun entfernen wir vorsichtig den kleinen Stecker der WLAN-Antenne auf dem Modul. Mit vorsichtigen Hin- und Herhebeln. Und dann entfernen wir die Kabelklemme zum Mikrofon. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass es das Mikrofon ist. Sieht man jetzt hier vielleicht ganz gut. So, und jetzt müssen wir hier noch vier Schrauben lösen, die das Board mit dem Gehäuse verbindet. Beziehungsweise es sind kleine Schräubchen. Also Vorsicht, denn die können schnell mal auf den Boden fallen.
Übrigens werdet ihr die CPU und GPU diesmal leider nicht zu Gesicht bekommen, weil die sich ausgerechnet unter dem Modulschacht befindet, welcher aufgelötet ist. Und das Ablöten wohl ein bisschen zu riskant wäre. Deswegen habe ich in diesem Video darauf verzichtet. So, hier lösen wir jetzt eine weitere Klemme links oben. Man sieht es da in diesem kleinen schwarzen Kippschalter, den man einfach umlegt. Hier kann man jetzt prima mit der Pinzette arbeiten, um diesen Plastikklebestreifen zu entfernen, der jetzt auf diesen Prozessor dort klebt, auf diesem kleinen Prozessor. Und noch ein Kabel, das gelöst werden muss, vermutlich das der Home, Select und Start Buttons auf der Oberseite des Geräts. So, nachdem wir die ganzen Kabel entfernt haben, können wir ganz vorsichtig mit dem Schraubenzieher die Platine anheben. Auch hier aufpassen, denn es kann manchmal ganz schön klemmen. Das sehen wir jetzt hier gerade, es will nicht so richtig. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht auch das. So, hier habe ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen beschleunigt. Ziehe den Schalter raus rechts. Und nun können wir die Platine einfach abheben. Beziehungsweise noch nicht ganz, denn wir sehen, oben rechts verbindet noch ein Kabel mit der Unterseite des Boards. In diesem Fall das Kabel des 3D-Displays. Also des oberen Bildschirms. Ja, das war hinterher auch ein ziemliches Problem beim Zusammenbauen, das Kabel wieder reinzukriegen. Es hat schon seine 5 bis 10 Minuten gedauert, bis das wieder drin war. Am besten arbeitet man da mit einer Pinzette. So, hier sehen wir jetzt das Gerät ohne Platine. Wir sehen jetzt also hier rechts und links die Gummimatten für Steuerkreuz und der Feuerknöpfe. Also links in diesem Fall die Knöpfe. Hier entferne ich jetzt gerade die WLAN-Antenne bis zum Punkt, wo die Kabel aufgerollt sind und mit dem oberen Display verbunden werden. Das ist ein bisschen heikel. Da würde ich dringend von abraten, die Kabel dort ganz herauszuziehen, weil man die eventuell dann nicht mehr reinkriegt. So, hier entferne ich jetzt gerade die Gummimatten von den Knöpfen und direkt rechts daneben das Mikrofon. Da. Ganz gut zu erkennen übrigens bei den Gummimatten eben, dass dort keine Kontakte mehr zu finden sind. Da sieht man es auch nochmal. Die verbinden jetzt nur noch mit den eigentlichen Kontakten, die wir gleich auf der Rückseite der Platine sehen werden. Und das sind in diesem Fall metallische Kontakte. So, jetzt drehen wir die ganze Platine mal um. Beziehungsweise nicht die Platine, sondern das Gehäuse. Und sammeln jetzt hier die ganzen Knöpfe ein. Da könnt ihr übrigens nichts falsch machen, wenn ihr die wieder einbaut, denn die sind genormt und können nur in eine ganz bestimmte Richtung wieder eingesetzt werden. So, das ist jetzt der Touchscreen, den wir jetzt rausgenommen haben. Das Touchdisplay solltet ihr nicht weiter auseinanderbauen. Es besteht nämlich Gefahr, dass ihr den dann nicht mehr zusammenbekommt. So. Sieht man das also mit dem Rahmen abgeschirmt? Und weiter geht's mit dem restlichen Kleinkram.
So, jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil, nämlich der Entfernung des 3D-Displays. Dafür müssen wir jetzt erstmal die beiden Gummifüße hier entfernen. Die sind festgeklebt. Am besten arbeitet man hier mit der Pinzette. Und dann hebeln wir ganz vorsichtig Schritt für Schritt mit dem Schraubenzieher die Abdeckplatte heraus. Ganz, ganz vorsichtig in diesem Fall, da das Material sehr schnell brechen kann, wenn ihr hier nicht aufpasst. Ja, die Kunststoffplatte ist mit einem sehr starken Kleber am Gerät festgemacht. Am besten arbeitet man hier mit zwei Schraubenziehern. Der eine hält die Platte an der Ecke hoch und der andere arbeitet sich langsam vor. So, nach ein paar Minuten Geduld habt ihr dann diesen Punkt hier erreicht, wo ihr die Platte dann entfernen könnt. Ganz vorsichtig. Und ganz wichtig hierbei natürlich auch aufpassen mit dem Staub, dass ihr möglichst schnell die Platte abdeckt, sodass kein Staub oder sonstiger Dreck, Schuppen und so weiter auf das 3D-Display fallen können. Falls es denn doch passiert, wischt ihr es am besten gründlich mit einem fusselfreien Tuch wieder ab. So, nun lösen wir die Schrauben auf der Platte, die das eigentliche Display hält und worunter sich auch die Lautsprecher befinden und die WLAN-Antenne. So, dann lösen wir vorsichtig die Platte von der Deckwand ab. Die können wir nun abnehmen. Und haben jetzt freie Sicht auf die Rückseite des Displays. Hier öffnen wir noch zwei kleine Kabelklemmen, mit der einer der beiden Lautsprecher versorgt wird. So, und auf der rechten Seite müssen wir noch eine Schraube lösen, nämlich die der Platine für den rechten Lautsprecher. Nun könnt ihr den Lautsprecher vorsichtig mit dem Schraubenzieher heraushebeln. Wie immer auch hier Vorsicht, denn der Lautsprecher klebt aufgrund seiner Magnetisierung gerne mal am Schraubenzieher oder der Rückwand des Displays fest. Vorsicht auch mit den Ringen, die ihr da seht, die gehören vor die Lautsprecher in die Fassung. So, da ganz unten seht ihr jetzt die WLAN-Antenne. Und auch die nehme ich jetzt hier heraus.
So, hier entfernen wir die 3D-Lampe, die sich neben dem 3D-Schalter befindet. Und hier nun das Kabel zur Kamera, das auf der Rückseite des Displays festgeklebt ist. Also auch hier Vorsicht. Das ist die komplette Kameraeinheit. Ja, nun können wir auch schon das Display mit dem Schraubenzieher heraushebeln. Allerdings nicht komplett rausziehen, das empfehle ich auch nicht, aufgrund des gerollten Kabels, das ihr da links oben seht in der Hülle. Das dürftet ihr sehr, sehr schwierig wieder reinbekommen. Also ich habe es mir nicht zugetraut und es besser mal dabei gelassen. So, wer möchte, kann jetzt noch die Touchpen-Halterung von der Rückwand entfernen, sowie die Akkuhalterung, die ihr auf der linken Seite seht. So, da schraube ich jetzt die Schultertasten heraus, beziehungsweise die Halterung der Tasten und die darin befindlichen Mikroschalter, beziehungsweise Tippschalter. Kleine Anmerkung zu dem Kommentar, was ich am Anfang des Videos abgegeben habe. Es gibt, wie gesagt, keine Triving-Schrauben in dem Gerät, also in dem 3DS, wohl aber komischerweise in der Ladestation. Die Ladestation ist mit den üblichen Triving-Schrauben verschraubt, die ihr auch vom Nintendo Wii und von den älteren Nintendo Konsolen kennt, unter anderem auch noch vom DS Lite. In Anbetracht dessen, dass ich aber in der Ladestation keine Elektronik, sondern einfach nur eine Leitung zum Durchschleifen des Stromanschlusses befindet, habe ich auf eine Demontage verzichtet. So, hier hole ich jetzt gerade die Schultertasten raus. Das sieht man jetzt teilweise nicht so gut, weil das durch meine Hand verdeckt wird. Aber ist eigentlich auch kein schwieriger Akt. So, hier schraube ich jetzt gerade die Akkuschale heraus, die zur Halterung des Akkus dient, der auf der Rückseite eingelegt wird.
So, hier sehen wir jetzt nochmal das ganze Szenario, alle Teile schön nebeneinander aufgereiht. Und hier sehen wir auch die Platine von der anderen Seite und die besagten Plättchen, die Metallkontakte. Und das ist der große Kritikpunkt, mein großer Kritikpunkt an der Konsole, dass man die Gummikontakte durch Metallplättchen ersetzt hat, die vermutlich empfindlicher und nicht mehr so haltbar sind wie die Kontakte des DS Lite. So, hier sehen wir also die ganzen Bauteile herumliegen. Und wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr direkt die Schrauben, die ich daneben gelegt habe, sodass man die Teile einfacher wieder zusammenbauen kann und weiß, wohin welche Schraube gehört. So, und wer jetzt noch denkt, dass ich aus dem ganzen Zeug keine lauffähige Konsole mehr zusammenbekommen habe, dem wird im nächsten Zeitraffer-Video das Gegenteil bewiesen. Funktioniert noch. Man sieht.